Hallo! Dokumentation des Grauens geht weiter. Hallo! Wir haben heute den 25.02.23. An diesem Stück Baum zeige ich mal wieder die Absurdität des Handelns der Bürger, die für das Grünflächenamt aktiv sind. Bitte, Mitarbeiter des Grünflächenamts, könnt ihr mal bitte erklären, wie sowas hier passieren kann? Vor 2 Jahren, auf Vorjahr, wurde das weggenommen. Die Bäume haben wir damit zum Ausdruck gebracht, also dass sie so wachsen, dass sie das in der Pflanzengemeinschaft tun und dass die genug Nährstoffe haben. Man hat aber mit dem Schnitt dafür gesorgt, dass der Pilz jetzt hier einbringen kann. Was er ja auch schon getan hat. Nun hat man jetzt vor wenigen Tagen wieder geschnitten. Okay, ich habe erklärt, das ist völlig absurd, dass man das abschneidet und den Innenbaum schlossen lässt, weil ja der Pilz jetzt reingeht, dann auch den Baum zerstört. Aber wenn man das schon tut, man hat doch mit dem Schnitt zum Ausdruck gebracht, dass das alles weg soll. Was natürlich absurd ist und falsch ist. Aber mit welcher Absurdität macht man dann jetzt Folgendes? Man schneidet den weg, hier den weg und jetzt den stehen. Was ich nicht, dass sie stehen, finde ich gut. Aber warum? Könnt ihr mal bitte vom Grünflächenamt mir die Anweisung zeigen, dass genau das so gehandhabt wurde, sollte. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. So gehandhabt werden sollte. Danke. Und hier, ne, neben dem, genau das gleiche. Könnt ihr hier so weitergehen. Überall wird nach Bäumen geschrien. In Cottbus, wenn Baum entsteht, weg damit. Ne, hier. Es gibt keinen sinnvollen Grund. Wir haben Februar die Kokosse blühen. Das gab es, als ich noch kleines Kindchen war, noch nicht. Müssen die in Cottbus. Auch hier. Tschüss.